Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Gudrun von Stamp Elfe und bin unabhängige Stamping Up Demonstratorin aus Bad Bentheim in Niedersachsen. Schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Ich habe heute eine Auftragsarbeit zu erledigen, und zwar zum 60. Geburtstag einer Nachbarin. Und ja, ich habe gedacht, dieses Papier, das passt doch perfekt. Das kommt aus den ikonischen Feiertagen. Und das gibt es exklusiv online, im Online-Shop. Ihr könnt es aber auch direkt bei mir bestellen. Und es ist eigentlich ein Weihnachtsset, ein Weihnachtspapier, aber es sind so viele andere Motive dabei. Rund ums Jahr, also ich zeige es euch mal ganz schnell. Es sind solche Tauben dabei, die vielleicht zur Taufe passen. Oder ja, Chaos geht immer. Und hier habt ihr ein Feuerwerk zu Silvester, Neujahr. Kerzen können ja auch zum Geburtstag passen, Blätter für den Herbst, Zuckerstangen und hier herbstliche Motive mit Eichel und ja, und auch mal hier diese kleinen Kreise und Quadrate und so. Auch dieses auf der Rückseite sind Herzen, also kann man auch gut einsetzen, vielleicht zu Geburtstagen. Aber ich wollte jetzt dieses nehmen mit den Sektgläsern. Ja, und manchmal ist das ja so, man hat was im Kopf, aber am Ende wird es ganz anders. Und so geschieht mir das auch mit der Karte. Ich blende heute das Ergebnis mal eben hier ein. Und ich habe euch mitgenommen beim Entstehungsprozess. Die Karte ist gar nicht mehr hier, die habe ich schon abgeliefert. Aber ja, ich habe gedacht, vielleicht war euch auch interessant. Ich nehme euch einfach mit. Lasst manchmal ein bisschen schneller laufen, wenn es zu langweilig wird. Und ja. Ich wünsche euch viel Spaß und nach dem Intro geht's los. So, ich habe hier schon einiges auf dem Tisch liegen. Ich weiß noch nicht genau, was ich dafür brauche, aber ich zeige euch mal was. Und zwar Produktpaket das Beste. Dann habe ich mir ein weihnachtliches Designerpapier rausgesucht. Und zwar ikonische Feiertage. Aber da gibt es dieses schöne Papier mit den Sektgläsern. Das habe ich mir jetzt ausgesucht. Mal gucken, ob das passt. Das weiß ich noch nicht. Die Buchstaben habe ich mir ausgesucht. Angesagt ist das Alphabet. Auch das kleine muss ich mal gucken, was besser passt. Die Knie-Alphabet. In Kauflaune, da ist ein schöner Geburtstagsspruch drin. Frisch und knackig. Zum 60. habe ich mir gedacht, immer noch knackig. Passt auch ganz gut. Mal gucken, ob das passt und ob das angemessen ist. Ich muss mal überlegen. Es geht rund. Mal gucken, ich weiß selbst noch nicht genau. Und Liebe bei alles. Da ist auch noch ein schönes zum Geburtstag drin. Und diese schönen Rahmen. Ja, genau. So, für die Grundkarte habe ich jetzt ein Stück Farbkarton Grundweiß. Zugeschnitten 21 x 14,5. Gefalzt bei 10,5. Designpapier schneide ich mir jetzt zu. So ein Hochkant. Also 10 mal 14. Aus dem angesagten Alphabet habe ich mir jetzt den 0 und die 6 bzw. den 9 rausgesucht. Und Farbkarton in Malve. Ich lege das mal eben da drauf, um zu sehen, wie groß das Stück sein muss. Ich schneide mir das einfach so zu. Das unterlege ich mit den Schaumstoffklebebögen. Also das kann man nicht einfach hier drauflegen auf dem Farbkarton. Und jetzt schneide ich einfach hier an dem Farbkartonstück dran lang.
hat das gleich diesen Schaumstoff hinter uns. Das sind diese schönen selbstklebenden, ups, hier fällt alles raus, Schaumstoffklebebögen. Die nehme ich mal ganz gerne. Die hat einen schönen Effekt. So, die stanze ich mir jetzt einmal aus und bin gleich wieder da. Gleichzeitig Kleber hinter, das ist auch mal ein Vorteil. Dann braucht man diese schmalen Buchstaben nicht, Zahlen nicht aufkleben. Das kann man hier so rauslösen. Das brauchen wir nicht, das Innere. So, jetzt haben wir das, einmal die Null. Oh, ja. Löst sich ein bisschen vom Trägerpapier. Ist aber nicht schlimm. Und die 6. So, jetzt möchte ich da natürlich noch ein schönes Etikett drunter haben. Und ich habe mir mal die Stanzform Liebe über alles ausgesucht. Und mal überlegt, ob diese passt, dieser Rahmen. Oder der. Also die Außenfläche reicht auf jeden Fall. Ja, ich stanze mir das mal eben aus. So sieht das Etikett aus. Richtig schön. Das gefällt mir gut. Und da klebe ich mir auch schon die Zahl drauf. Erstmal so vorlegen. Das schön mittig ist. Ja, das sieht auch gut aus. So, jetzt drücke ich es an. Und jetzt kann ich das schon immer so ein bisschen Probe legen, wie es denn hier aussieht. 60. Und dann soll natürlich noch der Spruch dazu. Also zum Geburtstag alles Liebe. 60 immer noch knackig. Den würde ich mir erstmal eben stempeln. Das ist dieses Gemüseset, aber finde ich, passt zu dem anders dann. Vielleicht ein bisschen frech, aber ich finde, man kann sich ja auch geehrt fühlen, wenn man mit 60 immer noch knackig ist, oder? Habe ich das schief aufgeklebt oder habe ich einen Knick in der Optik? So. Ich stempel in Malve, das passt ja gut zum Papier. Nicht so gut der Abdruck. Der ist besser. Den schneide ich mir mit der Schere aus.
Ich muss mir das mal eben anlegen, wie das aussieht. Nee, das trenne ich, glaube ich, hier. Ich schneide mir dieses immer noch ab. Also ich klebe jetzt schon mal eben das Designerpapier auf, die Karte. Und das Etikett. Bin ich überlegen, ob ich da nochmal Dimensions drunter lege. Aber weil ich das ja noch draufkleben möchte, denke ich nicht. Ich gebe es plan auf. So. Da muss ich nochmal bei hier. Das fällt mir nur nicht. Und das klebe ich mir mit den Mini-Dimensionals auf. Hier sind selbst die zu klein, zu groß. Da schneide ich mir so kleine Stücke, kleine Streifen hier raus. So. Ich bin überlegen, ob da noch Schleifchen kommt, aber da gucke ich dann zum Schluss. Das stempel ich mir jetzt auch. Ein Stück Grundweiß. In Malve. Ach, falscher Spruch. Rückseite. Der gleich was wird. Ja, der sieht gut aus. Und das schneide ich mir mit dem Papierschneider zu, damit das schön gerade wird. Mit der Schere gelingt mir das nicht immer so.
Meine Idee ist nämlich, dass ich diesen Streifen ja in Malve ausstanze und das dann so da drauf klebe. Ich schneide das jetzt einmal durch. So eine Karte entwickelt sich auch manchmal. Dann hat man immer eine neue Idee. Manchmal ist die auch gar nicht umsetzbar, aber ja. Muss auch mal wagen. So. Hier ist es so warm hier oben. Wir haben gerade heute Nacht, glaube ich, noch 30 Grad gehabt. So warm hier. So, jetzt stanze ich mir noch mal eben ein Stück in Malve aus. Kleinen Moment. So, ich habe es mir ausgestanzt. Bin mir noch nicht so ganz zufrieden. Ich lege es mir einmal mal hin zum Ansehen, wie es aussieht. Konnte ich ein Stück abschneiden und jetzt habe ich mir noch zwei Zweige ausgestanzt, wobei der mir ein bisschen zu voll ist. Den finde ich ganz schön, den würde ich dann einmal durchschneiden. Ich glaube, ich den dahinter setze. Noch nicht so richtig. Also das gefällt mir alles nicht so gut. Das verwerfe ich dann wieder. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich eine Rosette dazu bastel. Aber das sieht auch nicht aus, weil man dann zwei Elemente hat in der Mitte. Einmal hier, einmal hier. Das würde ich aussehen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich mache mir so ein Fähnchen, also aus dem Farbkarton, dass ich das so runterschiebe. Es geht, glaube ich, noch ganz gut. Also das will ich mir jetzt schneiden. Dann kommt das zum Geburtstag da drauf. Und dann könnte man eventuell noch diese Zweige dahinter heften, müssen wir mal gucken. Und ja, ich habe mir noch das Bändchen rausgesucht in Malve. Zum Schluss mal gucken, ob das passt. Aber auch Kordel, die könnte man ja auch einfärben zur Not. Ja, ich gucke mal eben, wie ich das zuschneiden muss. Lass mal eben die Kamera mitlaufen und zeigt alles im Schnelldurchgang, weil das ist jetzt sonst vielleicht zu langweilig. Und das ja alles gerade erst entsteht. Wir müssen mal gucken, ob es passt. Bis gleich. So, so hat es mir, glaube ich, gerade ganz gut gefallen gerade. Ich gebe jetzt hier so ein bisschen Tomo drauf. Brauche ich ein bisschen mehr. Und ich schiebe das hier so ein bisschen drunter. So, dann klebe ich das auf. Ist das gerade? Ich ja noch. So ein Geburtstag hatte ich ja gerade schon mal so ein bisschen aufgelegt. So ein bisschen darüber. Dass es nicht zu langweilig wird. Nee, das gefällt mir nicht so.
Fand ich schöner. So, ich weiß auch noch nicht, ob mir das gefällt. Ich glaube, ohne sieht es besser aus. So, jetzt klebe ich mir diesen Spruch auf mit Mini Dimensions. Muss natürlich noch ein bisschen Deko drauf. Was ich jetzt nehme. Ich habe keine mehr in Malve. Perlen weiß ich nicht, ob das so passt. Ich glaube, ich nehme die ganz schlichten klassischen Strassperlen hier. Überlegt, ob ich es nur noch koloriere mit den Blends, aber ich glaube, ich lasse die einfach so, wie sie jetzt sind. So. So, ich habe ja noch das Band. Das wird wahrscheinlich zu viel sein. Ja, das passt nicht. Ah, ich habe mir nochmal die Blends in Malve rausgesucht und nehme jetzt eine weiße Kordel. Ich mache mal ein bisschen länger. Mit einem Schmierpapier zur Hilfe. Nehmen wir erst den hellen und gucken wir mal, wie das aussieht. Und dann koloriere ich mir den einfach ein. Zu viel Bart, aber okay. Die muss auch kleiner werden.
So sieht es jetzt aus, meine Karte. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, sie gefällt auch dem Beschenken, der Beschenken. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Ja, ihr wart jetzt mal so live beim Entstehungsprozess dabei. Das ist immer mal nicht einfach. Es ist immer, ja, man hat was im Kopf, aber es passt nicht immer so, wie man das sich das vorstellt. Aber ja, gut. Ich bin zufrieden. Ich finde es schön, auch mit dem Sektgläsern. Das gefällt mir gut. Das passt gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.